Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin Soul. Ich bin Rockstar. Und ich hatte gerade einen Frosch im Hals. Er war lecker, er schmeckte nach Vanille. So, wir waren hier stehen geblieben, wollten zu dem Spukhaus der alten Nase. Mal sehen, was die Alte da drin gemacht hat, dieser Göttling. Ich weiß gerade nicht mehr, wo es reingeht. Ich glaube, bei der Treppe oder nicht? Oh. Nee, ich bin hier rein. Oder da rein. Ja, meine ich doch. Irgendwo da war das was. Ja, aber nicht ziehen! Nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Gott. Haare ziehst. Oh eins geht Gott. Nicht ohne das oh andere. Dann will ich sie nicht. Was ist los hier? Wer will das aufs Maul? Ach, siehste, wir wollten eigentlich noch zum Friseur. Egal, dann laufen wir halt mit Bart rum. Erscheinen wir halt weise. Haha, der war gut. Wir haben Loot hier vergessen. Was zur Hölle ist los mit uns? Nein, es ist neuer Loot gespawnt. Nein, wir haben Loot hier vergessen, ich weiß. Nein, ich weiß es genau, ganz genau. Er ist gespawnt. Sag, erstmal hier Lichter ausmachen. Brandschutz, ganz wichtig. Hier ist ein Licht, das ich nicht zuordnen kann, das ich nicht sehe. Ach, da ist das Licht, okay. Es backt durch die Wand. Jetzt nicht mehr. Nun ja, Rocks... Rocksteady, ja, genau. Rocksteady, ja. Ja, ja, Rocksteady. Wie heißt die jetzt nochmal? CD Projekt Red. Genau. Mit R hatte ich nur aus dem Kopf. Ja. Auf jeden Fall, wir haben einen neuen Patch rausgebracht und jetzt läuft das Spiel einiges wieder flüssiger und ja, vor allem das, stabiler. Das Flimmern ist weg, oder? Ja, ja, das Flimmern ist komplett weg. Es war der letzte verkackte Patch, 1.10. Hexer, Hexer! Corinne, ja. Sieh nur, wer da ist! Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. What the fuck? Dreh einfach leise. Hatten wir ja bei der letzten Aufnahme auch. Aber warum? Weil dicke Eier. Ja, sehe ich auch so. Dreifachsplittung. Jetzt haben wir wieder... Alter. Nun ja, das war das Spukhaus. Das war die Monster-Quest, hast du gesehen? Ich bin super beeinflusst davon. Ich spiele diese Quest nochmal. Ich will diese gerne. Quest immer wieder spielen. Immer wieder. Diese Quest war so anspruchsvoll. Ja, ist klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich angefangen habe. Ist klar. Anfang ist ein gutes Stichwort. Ja, das ist sehr gut, ja. 2 Minuten haben wir bis jetzt. Ja, circa 2-3 Minuten. Kabarett. Aha, aha. Meistgesuchte Frau Redaniens. Achso, Philippas Versteck sollten wir mal suchen. Das würde ich gerne auch machen, weil ich will gerne sehen, wissen, was Philippa uns erzählt, die alte Klotzkuh. Nachdem ich zugelassen habe, dass ihr in Teil 2 die Augen rausgehackt werden und so. Die ist bestimmt begeistert, wenn sie uns sieht. Ja, bestimmt. Wortspiel, wenn sie uns sieht. Was stimmt bloß mit mir nicht? Ah, bestimmt freut sie sich. Natürlich hat sie keine Augen mehr, aber... Hi, Philippa, ich bin's, Geralt, du miese Schwein. Warum bist du gerade so finster drauf? Ey, weißt du noch, damals? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Verstehst du, gesehen? Okay, heute ist der Tag der flachen Witze. So, wo müssen wir denn hin? Erzähl mir mal. Dahin, wo wir immer hin müssen. Nach Ochsenfurt. Davor habe ich am meisten Angst. Guck mal, die haben jetzt auf der Karte das markiert mit so einem... Oh. Hast du gesehen? Oh, mit so einem Pfeil. Mit okay. So einem Richtungspfeil. Versteckt der... Guck mal, geh mal nochmal da weg. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Da siehst du? Ja, ich hab's gesehen. Oh, beste. Jungs, ich sag's dir. Wenn ihr jetzt noch einstellen kannst, dass Ciri nackt ist, ne beste Spiel aller Zeiten. Du Pädophiler. Wieso Pädophil? Die ist hier 20. Also dann... Ja, dann ist da natürlich was völlig anderes. So, dann wollen wir mal zum Schnellreisepunkt.
und nutzen die angesammelten Schnellreisepunkte. Nun ja, wir finden immer wieder neue. Dich, Hexer. Ja, natürlich. Ja, wir Skellige müssen wir immer neue wieder finden. Ja, Skellige, alles wieder von vorne. Leck mich am Arsch, da freue ich mich. Ja. Man denkt, das Let's Play wäre fast zu Ende und dann kommt Skellige. Und so danach kommt ja noch ein Königreich, ne? So ging es mir übrigens bei Darksiders, weißt du? Ich habe so gedacht, boah, ey, Welt zu Ende und so, Spiel jetzt gleich zu Ende, zack, kommst du in die nächste Welt ran. Bitte was? Tja. Oh, nice. Wenn Zeit des Wolfsturms kommt, ja, dann ist Holland in Not. Da kannst du aber einen drauf lassen. So. Halt dich nicht vom anderen Flussufer fern. Ist mir doch egal. Mach aber alle lang. Berberrohr, gib ihm. Hey, Plötze. Gib ihm wichtig. Plötze, Plötze, da kommst du doch. Plötze, Plötze. Ich gehe mit meiner Plötze und meine Plötze mit mir. Nein. Nein! Du reitest mit ihr. Komm, ich reite mit meiner Pötze. Oh Mann, Pötze reitet mit mir. So. Sie reiten durch den Wind. Durch. Alter, ohne Scheiß nicht. Ich bin gerade schon wieder so im Assassin's Creed. Ja, ich auch, aber es ist schon so schlimm. Und. Hey! Und ja. Noch schlimmer ist natürlich, wenn ich irgendwann in den Republic Commando Steuerung verfalle. Dann versuche ich Pötze Positionen zuzuweisen, damit es mit dem Scharfschützengewehr alles wegholt. Also. Das wäre nochmal lustig. Ja, wenn es funktionieren würde, wäre ich echt beeindruckt. Ey, es gibt einen Einhorn-Mod für Plötze. Dann ist so ein Einhorn. Es gibt auch einen Einhorn-Mod für Red Dead Redemption, sogar auf der Xbox. Weißt du, wie man den gemacht hat? Ich habe darüber gelesen. Man stellt sich vor ein Pferd, wirft ihm eine Wurfaxt in den Kopf und schon ist es ein Einhorn. Oh, nice, natürlich, ne? Ist das ein nices Einhorn dann, ja. Ne? Gut, man kann es nicht mehr reiten, aber... Ja, das ist relativ egal. So, mal gucken. Guck mal, neuer Punkt haben wir auch wieder gefunden. Hey, da hier mit dem Hexenjäger. Oh, da Kokel, Kokel. Ja, und so ähnlich muss Triss ausgesehen haben. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Cool. Es werden immer mehr und mehr. Aber was ich bin Geralt von Riva. Wer bist du? Ich löse Probleme. Ey, mach das mysteriöser. Sag Geralt doch, komm doch nicht mit der Tür ins Haus. Junge, wir sind berühmt, das müssen wir ausmachen. Gerade wird hat mich geschickt. Ich löse Probleme, so ganz subtil. Und ach, dann, du bist wer bist das. Du? Ich bin der motherfucking Geralt von Riva. Das klingt ja sehr begeistert. Bisschen sarkastisch, komm. Er muss ein bisschen lustiger drauf sein. Wir machen ihn zu ernst. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm. Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. So ungefähr. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Quasi ein Schlüssel. Sie öffnet den Eingang. Geh mal her. Großartig. Ich hätte sie gern, wenn es dir nichts ausmacht. Hier. Fick dich. Erstick dran, du Idiot. Siehste, sie nehmen uns nicht ernst. Wenn wir ein bisschen tick lustiger werden, dann würden sie uns ernst nehmen. Ich sag's dir. So, erstmal. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was soll das? Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Bestimmt nicht. Der Rest ist bestimmt tot. Hau rein. Wieso meinst du das? Ja, weil das immer so ist. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Vielleicht wurden sie ja verzaubert. Verzwiebert. Verflucht. Irgendwie sowas. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Ich hab schon Kairan platt gemacht, Digga. Guck mal, selbst der Eingang mit dir jetzt preisgegeben. Jetzt kannst du einfach runter rein. Katze. Er ist ein. Ne, oben halt. Zwei Gebete gesprochen hast. So, schön angenehm. Und jetzt suchen wir mal Philippa. Ich
bin auch dafür, wir machen uns hier, wo wir schon waren, solche Lichter an. Die blenden uns zwar dann im Moment, aber da war das ja nur machen, um uns ein bisschen... Ah, okay. So viel zu Orientierung. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Hier fehlt eine Kachel. 2 Erfahrungspunkte. Wow. Der Wahnsinn. Das war so ein Rätsel, ne? Also das war schon der Sherlock Holmes. Das war ein schweres Rätsel. Ein sehr schweres Rätsel. Für eine Eule. Das macht es mir schwieriger. Ich frage mich nur, wie wir das gelöst haben. Uiuiui. Da geht's tief runter. Kannst einen Körper machen. Juhu. Portale, großartig. Hexenjäger hat sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Digga! Da war was Rotes. Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder, okay. Ja, Geralt ist ja auch ein großer Vogelkundler. Ja, aber was ist Geralt denn nicht? Er kennt sich mit jedem Scheiß aus. Nein. Was Geralt nicht ist, fruchtbar. Ah. Berühmtes. Geralt ist sozusagen der Chuck Norris der damaligen Zeit. Nein, Chuck Norris wäre fruchtbar. Ja, wow. nur das nicht. Lecker. Die lieben. Lecker. Wow. Denn es ist alles lecker. Mit den Necker. Hier, nimm Feuer, du Sau. Weißt du, woran die mich erinnern, die Drecksviecher? Von der Serie Fallen Liebe. Gab's auch so. Ja, ja, diese Zukunftsviecher. Ja. Die sehen voll ähnlich aus. Neckarklaue. Okay, hier laufen also Neckar rum. Aufpassen. I'm just crazy. Er ist nicht unsterblich. Noch nicht. Außer du machst den Gottmord rein. Nein, ich werde es machen wie der Highlander. Ich werde ihn dann unsterblich köpfen. Und dann bin ich auch unsterblich. Hier, Nigga. Bam, Junge. Das wird jetzt der neue Standardsatz, oder was los? Natürlich, ich liebe Pam. Verdammt, es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Einfach A. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Mit welchem Zeichen könnte man den... Art, würde ich sagen, was? Art oder... Ja, Art oder Igni. Eins von beiden. Ja, ich würde eher sagen Art. Müsste wieder funktionieren. Das Portal ist aktiviert. Was geht ab, Junge? Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall! Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Und Toter. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Oh. Und Radovid wird sich freuen. Wenn er stirbt? Der natürlich. König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Weg. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Als ob du eine Wahl ohne hättest. Mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Ah, komm. Einfluss ich mal wieder. Ja, stimmt, wegen Erfahrung. Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir... Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte. Ja, für Scheiß. Das ist 1:1 so. Oh. Ja, das sind vor allem die selbe Handbewegung. Ich glaube, das ist so ein Running Gag, die wir eingefügt haben. Die Leute. Von CG Project Red. Jetzt weiß ich den Namen wieder. Brief an Philippa. Oh, liebes Brief. Philippa, ich finde deine Augen so wunderschön. Ha, berühmtes. Da war der doch. Nein. Festgegenstände. Ach, da ist er. Ich schreibe, trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Metina und frage mich, was zur Hölle du da eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben,
nicht zusagt und dir ein jüngeres, hübscheres Modell gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern, Jeska, dieses bei allem nötigen Respekt schmerbäuchige Schwein, statt meiner, vielleicht haben dir ja ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt. Ah, okay. Ob die wohl an Drogen bastelt? Sie macht Meth. Oder das ist wieder nur ein Spiel von dir. Aber auch wenn du politische Gründe hast, dich in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. Aha. Von wem ist das? Ich möchte das wissen. Du hast eine sehr lebhafte Fantasie. Wieso? Nur weil ich davon ausgehe, dass sie Drogen mischt? Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Hey, was geht? Hier, muss den Kristall ansetzen. Oder nicht? Nicht da, oder? Doch. Irgendwie sowas. Gut, und jetzt aktivieren. Na, Art. Super, erstmal Wasser nehmen. Okay, ich hatte kein volles Leben, das passt. Der Bad ist noch mehr Necker. Jungs, was geht? Oder sind das? Das sind doch keine Necker. Doch, das sind Necker. Weiterentwickelt oder was ist da los? Weil die sehen anders aus. Too damn easy. Necker und ein Labor. Vielleicht müssen sie die Augen der Necker schauen. Hat sie vielleicht schon. Möglich. Und sich selbst eingesetzt. Hey, ich bin Philippa, die mit den Necker-Augen. Wo er wohl hinführt. Why not? Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. So. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Super! Wo sind die Necker? Keine Ahnung, da unten ist aber ein Zeichen da. Gewesen. Okay, ich hab's gefunden. Ich habe mich schon gefragt, warum man hier runter kann. Und ich sollte mal wieder vielleicht hier... Katze? Ja. Ich glaub, wie schnell 4 Minuten drin sind. Ja. Ich würde auch sagen, bevor du so angreifst. Zu spät. Ah, zu spät. Der Kraftspeicher. Junge! Fickeli! Hier, brennt die Luder. So. Markier doch einen. Wo ist die dritte Bube? Der dritte Bube? Der ist tot. Der zuckt noch hier. Die waren auch mal großzügiger mit Mutagen. Ja. Ja, bevor du weitermachst, würde ich sagen... Ja, den nehmen wir aber noch auf in der Folge. Du bist ja auch immer kleinlich. Natürlich. Jetzt darfst du abmoderieren. Okay. Also, dann sagen wir euch an dieser Stelle, see you guys. Und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt.